Ist die Datenübertragungsphase beendet, folgt der geregelte Verbindungsabbau. Dazu setzt der Sender das FIN-Flag im TCP-Header. FIN bedeutet, dass der Sender einen geregelten Verbindungsabbau wünscht. Der Empfänger antwortet mit ACK für die letzten erhaltenen Daten, sofern dies noch nicht geschehen ist. Danach sendet der Empfänger eine Bestätigung zum Verbindungsabbau mit gesetztem FIN- und ACK-Flag im TCP-Header. Der Sender antwortet jetzt mit einer Bestätigung, einem ACK-Flag. Danach ist die Verbindung zwischen beiden Kommunikationspartnern geregelt abgebaut.